Rekorde, das Hörspielmagazin. Toll hört sich das an. Oh, ist das schön. Sensationell. Herzlich willkommen zu Teil 2. Kannst du, ich weiß, das ist wahrscheinlich eine super schwere Frage und wenn du jetzt sagst, ach nö, weiß ich nichts zu sagen, aber was ist so dein wichtigster? Was ist dein Geheimnis? Das Credo, ja. Das Geheimnis deiner ewigen jugendlichen Stimme. Ah, das sind jetzt zwei Fragen. Ja, also es gibt Jugendlichkeit und Natürlichkeit. Ich meinte eigentlich nicht. Naja gut, aber man muss ja, also man spricht ja auch eine Tina, das ist ja schon. Eine Tina, also 13, ja, eben, oder 14. Eben. Ja, ja, eben. Und ich würde mal sagen, das ist auch ein Teil meiner Persönlichkeit. Mhm. Ich bin natürlich eine reife Frau und es gibt ein ewiges Mädchen in mir. Mhm. Und da bin ich auch froh drüber. Mhm. Es gab lange Zeit im Synchron, da dachte ich mal, oh Gott, ey, ich klinge immer so jung. Oh Gott, ich klinge viel zu jung. Ich kann gar keine große Frau sprechen. Ja. Und die Paranoia gibt es jetzt noch manchmal. Ja, das verstehe ich. Ja, dann, ich war neulich in irgendeinem Atelier und dann habe ich irgendwas gesprochen, was wir vor 10 Jahren schon mal gesprochen haben mit den ganzen alten Leuten. So mhm. Mit Dietmar und weiß ich. Also im alten Diebnis war ganz toll. Und dann haben wir uns was wieder angehört. Und dann dachte ich, oh Gott, ey, es hört sich ja immer noch so jung an oder so. Und dann habe ich das mal angesprochen da. Ja. Und dann haben die mir so nett gefeedbackt, der Tonmeister auch, der meinte, nein, du hast halt eine weite Spanne. Mhm. Es gibt sehr hell und es gibt jetzt auch sehr dunkel. Mhm. Es gibt auch was sehr frauliches, ist natürlich meine Erfahrung. Mhm. Und meine Stimme bleibt immer so was, hat was Freundliches, Weibliches, mhm. Liebevolles. Mhm. Und es gibt diese Vielseitigkeit, die mir gespiegelt wird. Und da möchte ich mal sagen, das war vom ersten Moment an, als ich mit 10 angefangen habe, habe ich das so aufgefasst, ach so, man muss das hier so machen wie in echt. Mhm. Man soll das hier so sagen wie in echt. Das sage ich auch immer. Das, ja, mhm. Das habe ich auch als Regisseurin mhm. oft gesagt, mach es einfach wie in echt. Mhm. Sprich mit deiner Stimme, nicht mit irgendeiner komischen, aufgesetzten, weiß nicht, wo ja. du warum die herholst, Stimme. Warum nicht? Man kann auch so reden, wie man ja, einfach oder, redet, oder, mal so in echt. Ja. Weiß ich habe immer nicht verstanden, was machen die, warum sagen ja. die es nicht einfach? Mhm. Und dann wurde es auch irgendwann wirklich zu meinem Credo oder das ist meine Aufgabe. Mhm. Das ist auch das, was ich spannend finde. Ich sehe ja, ich habe ja als Vorlagen im Synchron, mhm. im Hörspiel ist es natürlich jetzt, ja. erschaffe ich ja die Figur. Im Synchron sowas, ich sehe die Leute, mhm. Die auf einem hohen Niveau spielen und das ist ja auch wie in echt. Ja, ja. Also das ist, ich komme ja mit tollen Sachen in Kontakt. Ja, ja. Mit Weltmeister mhm. Ding, ne? Das ist irgendwie das Tolle daran. Und dann passiert das so, ich sehe das, ich nehme das auf über meine Ohren, dann würde ich mal sagen, dann fließt das in mein Herz in erster mhm. Linie und es gibt auch einen Teil im Hirn, aber ich würde mal sagen, in erster Linie ist das mein emotionaler Anteil, der vergleicht das mit Situationen aus meinem Leben. Mhm. Und der scannt das durch und weiß, ah, das ist das, das fühlt die, das spielt die, das fühlt die, das ist gerade das Gefühl, das sie spielt. Das ja. so. Und das Gefühl über die Anleihe in meinem eigenen Leben, versuche ich das dann zu reproduzieren und dann in diesem komischen Synchronkorsett und im Hörspiel natürlich ist das so, weißt du, weil du gerade vorhin sagtest, Schlittschuhlaufen, es gibt ja auch so Bibi und Tina Folgen im Schnee. Ja. Finde ja. ich besonders schön. Finde ich besonders schön. Du, das ist dann so, da stehe ich im Studio und da höre ich, ja. ich, wie der Schnee knirscht und genau. wie ich da durchhöre. Und dann macht das, und dann sagt man, oh Bibi, oh, wir wollen da mal hier. Und jetzt, oh, jetzt laufen wir Schlittschuh. Ja. Und dann, oh, ich fühle das. Genau, also darüber ich, haben wir nämlich auch das, schon mal geredet. Das ist, da bin ich und dann macht es, ja. Und man fühlt es. Ja, man fühlt es auch beim Zuhören. Das ja. habe ich ja gesagt. Ich habe richtig kalte Ohren gehabt bei dieser ja. Wintergeschichte damals. Die fand ich zu süß. Die sind mein Kindertraum von heilem Winter und genau. Weihnachten. Ja. Ich bin draußen ja. auf dem See und drin. Dann backen wir Kuchen und dann gibt es Weihnachtsvorbereitung und dann gibt es ein kleines Mädchen, was arm ist. Und ich meine, das ist also ja. oft, das ist ja auch noch so anachronistisch irgendwie so. Meine Kindheit, Werte aus meiner Kindheit ja. sind in Bibi und Tina und das finde ich toll. Mhm. Und eben ja. diese Produktion der Natürlichkeit ist, würde ich mal sagen, ich versetze mich in diese Situation. Und ja. es gibt eben dieses Kinder-Ich und dieses natürlich auch mit der Liebe, was das Thema war. Liebe ist ein lebenslanges Hobby. Mhm. Ja, da mache ich Erfahrung immer mehr und immer mehr.
Und natürlich gibt es die Erinnerung an mich mit 13, verliebt, völlig verknallt, verballert und dann gibt es unheimlich viel Projektion, dann gibt es unheimlich viel Träumerei, aber das ist mir doch noch präsent auf eine Weise, ja, weißt du? Natürlich. Das geht nicht verloren, man wird ja zwar älter und das ist alles so lang kurz her, weißt du? Ja. Na, auch nicht zuletzt durch den Beruf wahrscheinlich, weil man das eben auch immer wieder abrufen muss und kann und einsetzen. Ja. Ich glaube, viele haben auch nicht, oder manche vergessen dann, dass es schön ist, diese Dinge irgendwie greifbar zu halten und auf diese immer wieder zurückzukommen, und ich finde, du hast es unheimlich schön beschrieben, was diese Arbeit ausmacht. Das hat mich sehr berührt. Ich danke dir dafür. Ich finde, das ist total schön auf den Punkt gebracht, weil das auch was ist, was ich total nachfühlen kann, wie ich auch versuche. Ja, du machst das doch auch so. Ja, natürlich. Also, dass ich immer versuche, auf was zurückzugreifen. Ja, und das ist ja auch die Kunst, die dann hinter Synchronsprechern und so. Was ich kenne und diese Brüche steckt, die ich auch habe. Und das fällt mir dann halt auch leichter, etwas, natürlich irgendwie mich in ein Gefühl zu begeben, was ich selber schon erlebt habe. Ne? Und dadurch wird es dann echt. Und das sind dann Momente, die einen dann berühren, wenn man sowas hört oder wenn man denkt, ach, das ist eben irgendwie das was Schönes. Das machst du ja fantastisch, und das ist natürlich auch so, dass wir eine Sprache sprechen, ne? Als wir miteinander gearbeitet haben, du verstehst mich und ich verstehe dich, und ich weiß natürlich, wenn ich Regie führe, weiß ich, wo du das herholst, oder ich kann das sehen. Dann sehe ich Maxilein und dann sehe ich sie, wie sie fühlt, dann kann ich dir den Raum geben und ich wollte noch was zu dir sagen. Jetzt bin ich mal gespannt. Was du gerade angesprochen hast, mit dem, ich das vergessen. Dass es eine große Kunst ist, mit dem Synchronisieren, finde ich. Also, Erfahrungsschatz, dass man es deswegen vielleicht auch beibehält. Es gibt auch noch sowas, es gibt ja die kathartische Wirkung dieser Arbeit, die ich mal so zusammenfassen würde: jede Träne, die ich im Synchron oder da weine, die muss ich privat nicht weinen. Das mache ich da, und das sind Gefühle, das sind wirklich Gefühle, die ich reproduziere. Ach genau, ich wollte sagen, wenn ich es fühle, dann wirst du es auch fühlen als Zuhörer. Ja, auf jeden Fall. Ne? Das ist so, es geht gar nicht so machst. Sehr darum, wenn ich das mache. Nee, wenn das Leute machen, die das können. Also das kann ja nicht jeder. Also manchmal guckt man sich dann oder hört man sich was an und dann berührt es einen nicht, obwohl das eigentlich berührender Inhalt wäre. Das stimmt. Das geht mir auch manchmal so. Ich höre dann zu und denke, ich höre das, aber ich erfasse den Inhalt auch gar nicht so wirklich, weil ich den Eindruck habe, dieser Mensch hat den Inhalt auch nicht richtig erfasst. Und dann verstehst du es nicht. Genau. Und so ist es auch mit den Gefühlen. Und so geht es einem auch, würde ich mal sagen, selber als Sprecher. Ich kenne das insbesondere noch von früher aus der Arbeit. Da war das so, da hat mir der Regisseur was erklärt. Und ich wusste auf 4, also im Startband des Takes, noch nicht, was rauskommen würde. Ja. Ich hatte nur die Anleitung, und ich habe das sozusagen meinem System gegeben, diese Anleitung und das Gefühl, und dann habe ich es irgendwie gesagt, und es war ein großes Risiko, weil es konnte auch doof werden oder so, und oder es konnte sehr, sehr gut gelingen. Und dafür gibt es heute wenig Zeit. Der andere Teil ist, du hast natürlich im Laufe der Zeit viel Erfahrung und du kannst auch immer was technisch herstellen. Ja, ja, klar. Ne? Ja. Also so. Und das ist jetzt auch nicht das Schlechteste. Nee. Aber das andere ist ein anderer Weg. Ich weiß genau, was du meinst. Und den kenne ich als Kind, und ich weiß, wie ich als Kind, habe ich mit 10, 11, habe ich gesprochen in einem Film, der hieß Der Untermieter, mit Marianne Lutz. Marianne Lutz, die kennst du vielleicht gar nicht mehr. Die hat damals wie Rita Engelmann ungefähr jede Frau gesprochen. Eine wunderbare Stimme. Sie war immer die Mutter, tausendmal meine Mutter. Und da war ich ein kleines Mädchen, das hat mir auch Lutz Riedel diverse Male erzählt, ein kleines Mädchen, was sich dann verkleidet und irgendwie die hohen Schuhe der Mutter anzieht und reinkommt und eine Comedy-Nummer hinlegt. Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das auch in dir steckt. Ich hatte das einfach. Ich konnte das einfach. Ja. Und die Marianne, die hat damals zu mir gesagt, die Kunst ist es einfach so zu sagen, als wärst du es selber. Ja. Und da dachte ich, mehr ist es doch nicht. Das war für mich irgendwie nicht schwer. Und ich hatte das Glück, dass ich als Kind sozusagen
unterstützt wurde in dieser Richtung. Mir wurde gezeigt, weil ich ja auch nicht zuletzt stundenlang im Studio daneben gesessen habe und die ganzen großen, tollen Leute gehört habe. Ja. Ne, als Kind, da wurde man nicht so behandelt wie heute. Da wurde man zu früh bestellt, da musste man eine halbe Stunde warten oder eine Dreiviertelstunde oder so. Und keiner hat groß von einem Notiz genommen und im Studio standen alle, haben synchronisiert und geraucht ohne Ende. Also so. Und da habe ich aber wahnsinnig viel natürlich gelernt, weil ich so viel gehört habe und die Verschiedenheit und verschiedenen Zugang und so. Ja, ja. Du bist doch auch groß geworden mit Hörspielen. Wir hatten ja mal vorhin mal geplauscht darüber und so, weil du erzählt hast von dem Tonbandgerät. Ich hatte auch ein Tonbandgerät und habe vom Rundfunk die Hörspiele zu meiner Zeit damals aufgenommen und dann immer gerne angehört. Das schult ja auch unbewusst. Total, das stimmt. Ich hatte natürlich Europaplatten, also damit will ich mal anfangen, Schallplatten, die habe ich gehört auf unserem Plattenspieler, umgedreht und dabei habe ich gemalt und die Platten habe ich wieder. Ja, ich auch, das macht das sollte man es ja auch machen, auch das Malen vielleicht sogar, was man da hört, so ein bisschen. Ja, und das war einfach so eine stille Zeit, die ich mit mir hatte und dann habe ich die Platten natürlich tausendmal gehört. Mhm. Und zum Beispiel so eine Platte wie Die kleine Meerjungfrau. Und da konnte ich aber immer nur die erste Seite hören, weil die zweite doch zu gruselig war. Ja, also ja siehst du, die, der Teil, wo dann mit den Beinen und mit, wo sie dann die Stimme verliert. Und das war einfach... Das ist wirklich hart. Also das konnte ich kaum aushalten. Und mit der Meerhexe, völlig krass. Ja. Wer hätte geahnt, dass ich dann mal... Und weißt du, ich habe diese Platte, dann gab es ja auch ein Cover, das hat man angeguckt. Dann habe ich dann auf der Rückseite die Bilder gesehen. Und der Prinz... Der war dann Konrad Halver, glaube ich. Mhm. Konrad, das war so ein hübscher junger Mann, der sah auch irgendwie aus wie ein Prinz. Mhm. Den habe ich dann mal später in Hamburg kennenlernen dürfen. Das war für mich der Hammer. Ja. Ja, der Held meiner Kindheit. Ja, und natürlich die Meerjungfrau. Oh. Und es war so eine schöne junge Frau. Und ich war begeistert davon. Und habe das irgendwie, das ist alles so miteinander verschmolzen. Mhm. Und diese Art und diese Stimme. Und das war auch so. Und die waren auch auf eine schöne Weise gespielt. Ja. Die waren irgendwie süß gemacht. Und die waren kunstvoll. Und das waren auch nochmal anders gesprochen und schauspielerisch. Und auch schön. Ja, auf eine Weise. Also sehr, sehr schön. Ja. Und mit schöner Musik und so. Und natürlich mit Hans Pietsch. Mhm, oh ja, Gott, im Himmel. So oft natürlich. Immer wieder. Hans Pietsch, unvergleichlich. Ja. Unerreicht. Ja. Also eine Stimme, meine Güte, das höre ich sofort, wenn ich daran denke. Ja. Ja. Und ich glaube auch, du hast es gerade gesagt, das ist dann so alles so verschmolzen. Ich glaube, wenn man dafür auch aufnahmefähig ist und diese Antennen hat, diese feinen Antennen, dann fließt da auch schon ganz viel rein, aus dem man dann später schöpft. Total. Ne? Also ich meine, wir sitzen ja hier auch alle als hörspielaffine Menschen und man setzt dann irgendwie was um, es resoniert die Musik und eben die Emotionen. Und das finde ich halt das total... schön, sich vorzustellen, wie das so, ja, da so kleine Samen gepflanzt werden schon vielleicht. Na, ich war ja dann auch selber wirklich viel Prinzessin. Also die Prinzessin vom Dienst. Schön. Bei Xanti warst du auch eine Elfe. Bei Xanti war ich eine kleine Elfie, Da ist er wieder. So. Oh ja, das war auch süß, Xanti. Das hatten wir hier auch Das hatten wir auch schon besprochen. Ach so. Wir gehen auch mit auf solche Katja und mit Klassiker ein. Sehr schön, das freut mich doch, da bin ich ganz zufrieden. Und da habe ich, da stimmt, mein Prinzessinnenbild, also mein Bild von Weiblichkeit und mein Traum von der Prinzessin und so, auch nicht zuletzt beeinflusst natürlich von noch früheren Erfahrungen. Mein Papa hat nämlich aufgenommen mit seinem Tonbandgerät. Jetzt kommt endlich das Tonbandgerät. Hörspiele aus dem Radio. Und da gab es eine unvergleichlich geile Musical-Fassung von Siegfried. Mit Ingrid van Bergen als Brunhilde. Wow. Wahnsinn. Und die dann so 60er, 70er Jahre mäßig, Martin Hirte war dabei und so, den ich dann später kennengelernt habe, als ich übrigens einen kleinen Jungen gesprochen habe, in Plattfuß in Afrika, der war nämlich Nein, Plattfuß in Afrika mit Bud Spencer. Da war ich der kleine Junge. Wahnsinn. Genau, so wie du das gemacht hast. Und das habe ich gehört und die waren super cool, diese Hörspiele. Ja. Also auch mit heutigem Ohr gehört. Die hatten Witz, die hatten Charme und, glaube ich, tolle Musik. Ja. Und dann habe ich auch noch eins gehört. Die Romantiker. Die Romantiker mit CK. Okay. Allerdings, okay. Wenn man nicht G.G. Hoffmann da der Sprecher war, mit seiner fantastischen Stimme, mit René Collot und Violetta Ferrari, in den Hauptrollen als junger Held und junge Heldin, die also pubertitäre waren, die
das ist ein klassisches amerikanisches Musical, dessen Namen ich nicht weiß. Die Väter hatten eine Mauer zwischen die Gärten gebaut. Und dann haben sie sich aber über die Mauer getroffen und dann gab es immer tolle Musik. Und das hat halt mein Herz in Richtung Liebe und Romantik geöffnet und mich träumen lassen und wie es wohl werden würde und Dings. Und da war ich 6, 5. Ja. Und das ist natürlich schwer prägend. Da ist man für sowas auch offen. Da ist es, natürlich. Das waren meine ersten Filme, schön, auch die ich geguckt habe. Da waren diese alten Uferfilme mit Marika Röck und so. Oh ja, natürlich. Da war ich auch immer Marika total Röck ergriffen und verliebt in die. Ja, und am Schluss haben sie sich gekriegt und dann war es fertig. Dann haben die sich auch ganz kitschig geküsst. Naja, dann gibt's ja, wo es eigentlich losgeht. Ja, das ist natürlich. Heute gehe ich ins Maxi. Ja, das kennt ihr auch. Genau. Ja, diese alten Filme, die kamen ja dann zu der Zeit, wo ich klein war, dann wurden die halt immer regelmäßig gebracht. Da gab es die immer noch. Das waren meine ersten Erwachsenenfilme, die ich auch gucken durfte. Das hat mich wahnsinnig geprägt. Alte deutsche Filme mit Hans Hümmern und so. Und die amerikanischen natürlich. Ja, diese Musicals auch, amerikanischen Musicals. Dann lag die kleine Dorette da, saß da und hat geträumt von der Romantik. Ja. Und hat diese Antennen aufgemacht. Genau. Ja. Und wusste noch nicht, dass sie eines Tages selber und dann selber andere wieder aus ihr raus. Genau. Andere verzaubert mit ihrer Stimme. Ja, absolut. Du bist ja... Wir haben jetzt so viel über die ganzen schönen Seiten und das Prinzessinhafte und jetzt das mal über die schlimmen Sachen und so weiter und so fort. Ich will aber auf jeden Fall aus diesem Gespräch nicht hinausgehen, ohne einmal über Brittany im 3-Fragezeichen-Universum zu sprechen. Brittany. Das muss man auch sagen. Ich habe ja viele 3-Fragezeichen-Folgen gehört und es gibt so manche ikonische Frauenfigur und das ist unter anderem also so charismatische, die so im Gedächtnis bleiben, wo man so, die auch mehrfach auftauchen. Das bist unter anderem du als Brittany, Dr. Clarissa Franklin, die Psychologin, mit der dann Bob alias Andreas Fröhlich so eine ganz komische, doppeldeutige Beziehung aufbaut. Die ist auch super. Die bin ich auch? Ich muss nur die auch noch ansprechen, weil die finde ich auch so spannend, weil die auch so eine Tiefe hat und das ist so eine Doppeldeutigkeit und das ist so ein bisschen die Parallele in den zwei Figuren, obwohl du natürlich in der Rolle der Brittany viel jünger bist. Du bist quasi sozusagen, du bist noch keine ausgereifte Psychologin, aber du kommst in Justus Jonas Leben, verdrehst der ihm Olli den eben, Kopf, wie im nächsten Leben. Olli, aber als klein Dicky. Ja, genau. Und und dann gibt es eben Brittany in mehreren Folgen, ich glaube, hat sie 3 Auftritte insgesamt? Ich glaube, 2 habe ich gestern recherchiert. 3. Und am Anfang bändelt sie mit Justus an und wickelt ihn um den Finger und gibt vor, dass sie eben Geld braucht für eine Augen-OP. Ja, und am Ende werde ich demnächst blind. Ja, genau. Der alte Trick. Ich will es nicht erzählen, aber jetzt erzähle ich es doch. Natürlich auch mit dem Erzfeind Victor Eugène unter einer Decke und so weiter und so fort. Und Victor Eugène ist doch der immer so spricht die ganze Zeit. Oder habe ich auch gestern gesagt. Ja, und ich liebe das. Ich finde, du lachst wahrscheinlich mich aus darüber, aber mir hat diese Rolle, ich fand, die hat so eine Tiefe. Also du als Bösewichtin, bist für mich trotzdem immer noch so, dass ich als Zuhörerin immer wieder glauben möchte, aber sie ist doch gut, aber vielleicht ist sie doch gut. Vielleicht ist sie, durch diese Vielschichtigkeit, dieses Changieren, ich meine immer rauszuhören, dass es Brittany doch irgendwie auch leid tut. Ja. Weißt du, was hast du so schön gesagt? Ich habe gestern da mal reingehört und das finde ich auch. Obwohl es gar nicht so gemeint war. Man denkt irgendwie, aber da gibt es irgendwie was Tragisches, Trauriges ganz hinten bei Brittany. Genau hinten links das in der Ecke. Ich. Und das ist ihre Motivation. Und finde ich auch. Also ich dachte gestern so, oder sagen wir mal so, auf Brittany haben mich schon viele Menschen angesprochen. Ja, klar. Das hat sie einfach fertig gemacht. Ja. Weil sie haben sich so gefreut, dass nun Justus Jonas endlich mal. Und dann kommt so eine Süße. Mensch. Und sie zieht alle Register, habe ich gestern mal gehört. Wenn sie dann so sagt, du, ich komme zufällig vorbei. Und 10 Minuten später sagt sie dann, ich bin gar nicht zufällig vorbeigekommen. Ich wollte dich sehen. Und ja, das ist so natürlich aufrichtig. Schon, das ist genau, diese Ehrlichkeit, diese Aufrichtigkeit. Und das ist natürlich knallhart. Das zieht auch Justus Jonas natürlich den Stecker und er denkt, nein, ich werde alles. Und sie braucht das Geld. Ich brauche das Geld, aber sie sagt es halt so gnadenlos ehrlich und dann wird einem ganz anders. Hm. Und irgendwie, ich habe jetzt nicht das Böse dann hinten gehört,
ist das, das war halt wieder so. Da dachte ich, naja, ich mach's wie in echt. Mhm. Und ich möchte den und ich so. Und wie man dann das Gemeine herstellt, da dachte ich dann jetzt auch noch mal daran, weil ihr das vielleicht fragen würdet. Ich denke, es gibt also neben diesem eigenen Leben, mhm, was ich habe, und den eigenen Persönlichkeitsanteilen, mhm, und die Persönlichkeit ist natürlich sehr vielschichtig. Ne? Ich, ja, bin natürlich nicht nur lieb und gut, sondern da gibt es auch was Gemeines. Ja, das glaube ich auch. Was Gemeines. Und natürlich gibt es auch was Melancholisches, ja, oder dieses Traurige. Da hat mir vor kurzem ein Kollege mal gesagt, ist auch ein ganz netter, der hat zu mir gesagt, der hat so viel von mir gehört und er hat gesagt, keiner hat ihn je so tief berührt wie, mhm, ich, wenn ich traurig bin. Mhm. Wenn ich weine und wenn ich hier und wenn ich da. Und dieses Schluchzen und bei Tina. Dieses und dieses. Es geht ins Herz. Und ja, das kommt halt, weil ich bin Mensch, ich habe viel gelacht und auch, mhm, viel geweint. Mhm. Und Facetten des Leides, Teil 1 bis 7500, mhm, die gibt es natürlich auch. Mhm. Und da ist es auch der Anspruch, mache ich es wie in echt und ich beleihe mein Gefühl. Mhm. Und bei Britney, das Gemeine würde ich sagen, es gibt natürlich auch noch eine riesen Bibliothek an Klischees, ja, die wir unbewusst oder bewusst unser Leben lang aufgenommen haben. Mhm. Das gab es schon sicherlich mit 6 in hier, in was ich eben erzählt habe, in Siegfried. Mhm. Da gab es die Bösen und dann gibt es so einen Klischeeton und dann ist irgendwann Fernsehen in mein Leben gekommen. Und natürlich gibt es Klaus Kinski, den ich gesehen habe in Edgar Wallace. Ja, klar. Und also Nuancen des psychopathisch bösen elektrischen, mhm, auch in allen Teilen. Und das, ich bin natürlich ein Mensch, der, wie du sagtest, seine Antennen, mhm, aufhat. Und das wird alles aufgenommen. Bewusst, unbewusst, ja, und abgelegt und abgelegt. Und dann gibt es die Anforderung und dann wird es aufgerufen. Mhm. Ne? Und ich würde mal sagen, zum Beispiel, dann gibt es, ich habe auch viele, eine Zeit lang viele Kranke, also viele, mhm, in irgendeiner Form Bekloppte, Gestörte und so, waren auch meine Spezialität. Habe ich auch viele gehabt. Bist du auch so einer, so ein Kandidat. Genau, ja, weil du halt auch, Du kannst das eben auch irgendwo herholen. Ich bin auch ein bisschen bekloppt. Frag mich, ja, woher. Ein bisschen bekloppt. Und ich denke, die Brüche. Ja, ja, die Brüche. Also irgendwie ein, ja, Gefühl für die Brüche. Ne? Sowas, mhm, wie, ich habe vorhin mal daran gedacht, da gab es zum Beispiel mal California mit Juliette Lewis, mhm, und Brad Pitt, so ein Roadmovie. Und Juliette Lewis, die einfach eine infantile Störung hatte oder eine, also die bereitet sich natürlich anders vor auf so eine Rolle. Mhm. Und da, weiß ich, war das so, das habe ich jetzt nicht auf Knopfdruck. Ne? Also das war harte Arbeit, weil du halt in dir suchen musst. Mhm. Ja, ja. Du kannst da irgendwie hören und sehen, was macht die da? Und dann musst du gucken, ja, wo kommt das her? Was ist das? Was ist das? Und halt irgendwie ein Äquivalent finden. Ja. Und mit der Britney war das dann so, da hat dann irgendwann der André? Der Autor auch? Ja, der, mhm, Autor. André von Europa, der ist ja irgendwie into 3 Fragezeichen von der ersten Minute, soweit ich weiß, so, der auch selber dann Folgen geschrieben hat. Und der hat mir vor ein paar Jahren mal, da gab es, glaube ich, so eine Jubiläumsdings, ich weiß nicht genau was, und da hat er mir eine Folge geschrieben, in der bin ich eine gute und eine böse Schwester. Cool. Also da sozusagen Britney alles, mhm, in einem zusammen, ja, ja, irgendwie ein Fall, wo dann die gute und die böse, und, mhm, das hat er mich machen lassen, weil er es so gerne mochte, und das war natürlich total schön. Ja. Und da, klar, und das ist, da muss ich eben auch mal ein bisschen gucken, ne, ja, mir, ja, selber, und das ist für mich dann natürlich auch spannend, ja. Finde ich total interessant, das trifft es auch irgendwie total auf den Punkt mit diesem, wenn man etwas nicht so sehr in sich trägt, wie jetzt das Böse, dass man dann, der Shortcut so ist dann Klischee, ja, ne, dass man sagt, okay, entweder ich gehe jetzt in ein Klischee rein, ich trage das nicht so in mir, ja, und dann mache ich das halt so, wie es halt so, wie, ja, man es halt so macht und, ja, kennt. Oder, ne, man hat halt eben die Zeit und die Möglichkeit oder muss sich was überlegen und sagen, wo nehme ich es her? Das ist was ich gar nicht so kenne. Mhm. Das hört sich dann vielleicht sogar, wenn man es selber dann nochmal hört, auf einmal, mhm, wie ein ganz anderer Teil von einem an. Und man, ja, denkt, oh, da ist was, das, so habe ich mich noch nie gehört. Das kennt man ja auch. Ja. Ne? Oder man denkt erstmal, man ist auf dem falschen Weg. Aber am Ende denkt man, ist gut geworden. Aber ist ganz anders, als ich mich sonst kenne. So. Ja, also braucht man auch Unterstützung vielleicht mal. Ja. Und lieber mal eine Regie, ja, was ja auch zur Abwechslung ganz schön ist. Und ja,
und vieles geht auch aus einem selber. Und natürlich gibt es auch die Verschmelzung von dem Klischee und den Erfahrungen und na klar, weiß ich nicht. Und es braucht ein bisschen Mut. Ja, ein bisschen Lust auf Risiko auch, ne, sich mal was trauen. Und so. Und natürlich macht es Spaß. Das ist natürlich viel geiler, auch mal einen richtig bösen, einen richtig gemeinen Gemeinschreiner zu sprechen. Ist schön, als immer nur lieb zu sein. Ja. Also ich bin immer auch sehr viele sehr nette Mütter. Ist ja auch schön. Ja, gibt es ja auch in mir immer Jennifer Garner, sehr viele sehr nette Mütter. Ja, und die also, ist auch sehr nett, ne? Ja, und die ist aber auch sehr risky. Dann gab es mal in Peppermint, war sie dann Mother of Revenge. Mhm. Da ist sie dann, hat sie sich zurückgezogen und hat irgendwie 2 Jahre trainiert und kam mit so einen Muskeln wieder und hat sie alle erschossen, gefoltert und niedergebrannt. Da war der Titelprogramm. Mother of Revenge. Nein, also ich weiß nicht, ob es Mother of... Es hieß Peppermint. Ja, Mother Peppermint of, auf jeden Fall. Und zwar mit der Maschinenpistole und dann kam sie irgendwie... Weißt du so? Und dann musste ich mir auch mal dicke Schuhe anziehen und mich hinstellen und die Fighterin und die Kriegerin in mir. Nee, aber es ist ja toll, wenn man das auch so raushängen lassen kann mal oder anbieten kann, weil sonst landet man ja auch immer so in Schubladen und denkt, guck mal, jetzt hat sie immer die Tina gesprochen und dann immer nur dann, wenn es irgendwelche jungen Mädels zu sprechen sind. Tina ist jetzt sicherlich wichtig, jetzt vielleicht nicht die Krone meines künstlerischen Schaffens. Aber es hat ja dieser anderen Sache keinen Abbruch getan. Das ist ja gut, dass du eben nicht so jetzt nur auf eins festgelegt bist. Nein, aber es ist doch so schön. Die Leute lieben. Gott sei Dank. Ja. Und seit wir auch das legendäre Bibi und Tina Live-Hörspiel wollte gemacht ich haben. Du machst hier, nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ja, nein, Wahnsinn, so soll es doch sein. Seit ihr das Live-Hörspiel gemacht habt. Ja, bitte. Da hat sich auch meine Einstellung doch noch sehr gewandelt, weil das war unfassbar, wie irgendwie im Huxley ist 500 Leute jeden Alters, jeden Geschlechts begeistert und also zugewandt bis Anschlag uns da in die Arme genommen haben. Ja. Ja, das war wirklich unglaublich. Schön. Wir haben irgendwie, wir hatten auch ein tolles Stück. Das war so toll geschrieben. Mhm. Wir hatten tolle Leute da. Das war abwechslungsreich. Wir hatten einen Geräuschemacher in der Mitte, was natürlich unheimlich lustig und bühnentauglich ist. Und Kiki Pan und Kathleen Gavlich als Pferde sind natürlich die Abräumer. Ja, ja, natürlich. Mit als skurriles Paar und als Pferde. Und dann aber also auch. Matthäus und Sabrina. Ja. Susanna und ich, wir haben hinter der Bühne angefangen und so ein bisschen erstmal Wettreiten und Dings. Und dann sind wir auf die Bühne gekommen. 2 nunmehr betagte Damen. Oder sagen wir mal reife Frauen. Ja. Also, oder, gut aussehende reife Frauen. Ich mal gut aussehende reife Frauen. Und der Saal hat getobt. Ja, die Leute haben geklatscht. Und das war so ein schönes Gefühl. Das war diese Freude und diese Begeisterung. Das hat natürlich einen getragen und geschiftet. So endlich haben wir uns gezeigt, nach 30 Jahren. Ja, das hat so eine Magie halt, wa? Das kein ist Wunder, schon toll, dass die 3 Fragezeichen das auch so gerne machen. Ja, und da sind wir ja nun, Susanna und ich, wirklich Waisenkinder. Die 3 Fragezeichen haben das ja selber beschlossen. Die wussten irgendwie darum, was das wert ist. Das werden wir im Leben nicht, hätten wir es nicht zustande bekommen. Wir sind nicht so eine Promo. Und Olli hat das natürlich auch in die Hand genommen dann und so. Ne? Das ist und ein Talent. Ja, man braucht und das auch. Ist auch toll. Einen, der das so durchzieht, antreibt, organisiert, weil es ist ja nicht, es entsteht ja nicht einfach nur von selbst. Ganz so. Genau. Es ist auch Arbeit. So, ganz genau. Ja. Und wir wären alle bereit, das zu wiederholen, wie auch immer. Es ist egal, es ist ein anderes Kapitel. Nein, total schön. Es hat extrem Spaß gemacht. Es war eine einzige Freude. Und dann war es super berührend, dass danach wieder Leute geblieben sind, eine Stunde sich angestellt haben mit ihrer alten Kassette in der Hand. Oh ja, haben sie gemacht, toll. Total süß, um eine Unterschrift gebeten. Ja, klar. Und da kam mir ein Mann entgegen, der sagt zu mir, danke für eine schöne Kindheit. Doch. Ja. Oder es war eine blinde junge Frau, die kam, die hat mich umarmt, dann hat sie geweint und gesagt, oh Tina, so habe ich mir dich immer vorgestellt. Oh Gott. Und also es war, das hat einen geschüttelt und dann habe ich gesehen, Bibi und Tina ist Geborgenheit. Ja. Und Bibi und Tina ist heile Welt und cozy und ist irgendwie, da dachte ich plötzlich, das machte so die und alle Kritik ist mir irgendwie, hat alles sich aufgelöst und ich dachte, das ist auch wirklich eine Message, die ich bringen möchte. Das hat wirklich viel mit mir zu tun. Und wenn es so eine Wirkung hat,
das kann man irgendwie seinem kleinen Kind vorspielen und es macht sich nicht in die Hosen vor Angst. Nee. Und ist dann davon verfolgt. Vor Freude dann eher. Eher vor Freude. Aber du hattest auch vor Bibi und Tina. Tina nicht. Nee. Na, es gibt eine Folge mit so Gespenstern. Ja gut, die wäre es dann gewesen. Und da weiß ich, dass mein kleiner Sohn schon auch ein bisschen Angst hatte. Aber es ist jetzt nicht wie drei Fragezeichen, nein, wo er dann irgendwie drei Wochen nicht schlafen konnte. Ja, oder ja. Gibt ja einige. Genau. Also ich denke, wir haben da mit Bibi und Tina irgendwie was in die Welt gebracht, was Gutes getan hat. Ja, natürlich. Erarbeitet habt ihr euch das ja auch über die Jahre. Wie auf schön. Eine Weise. Also. Toll. Ja. Sehr ja. schön. Also wir bedanken uns ganz, 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 ganz doll, dass du hier warst. Toll. Es war ganz, ganz schön, dir zuzuhören. Und danke auch dir für eine schöne Kindheit. Ja, ihr seid süß. Und danke auch für die Einladung. Und als ich gehört habe, Maxi Hecki will mich einladen zu ihrem Podcast, da habe ich gesagt, natürlich, ich komme sofort, egal ich wohin. Ich fühle mich geehrt. Da kam sie angeritten. Ja. Schön. Danke, Maxi, dass du das ermöglicht hast. Sehr, sehr gerne. Ich bedanke mich bei euch und bei euch allen da draußen fürs Zuhören. Wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder. Ja, das tun wir. Tschüss. 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 Hier noch ein ganz besonderer Hinweis. Seit kurzem betreiben Bibi und Tina ihren sogenannten BFF-Talk. Darin reden die beiden besten Freundinnen über Gefühle, über Berufe und Pläne für die Zukunft, über Umweltschutz, Essen und natürlich über Pferde. Weißt du, was ich echt toll finde? Was denn? Dass wir immer füreinander da sind. Das ist so schön, Tina. Das ist wahre Freundschaft. Findet ihr auf allen Streaming-Portalen oder in dem brandneuen Kiddings Player, der Streaming-App aus dem Hause Kiddings. Bis zum nächsten Abenteuer. Eine Kiddings-Produktion in Zusammenarbeit mit 4000 Hertz Studio. Schlaft gut.